RBB1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt herzlich willkommen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist heute Morgen zu seinem zweitägigen Antrittsbesuch in Baden-Württemberg eingetroffen. Nach einem Empfang im Stuttgarter Staatsministerium stellte sich der 61-Jährige im Medienzentrum des Landtags den Fragen von Jugendlichen. Diese forderten unter anderem das Wahlrecht mit 16, eine transparentere Politik, mehr politische Bildung an den Schulen und mehr statt weniger Europa. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei seinem Antrittsbesuch in Stuttgart. Ein wirklicher Antrittsbesuch sei dies ja nicht, so der langjährige Außenminister. Vielmehr lerne er jetzt auf seinen Deutschlandreisen die 16 Bundesländer und deren Menschen noch einmal besser kennen. Die Landesregierung will auf dieser Baden-Württemberg-Reise Projekte vorstellen, die beispielhaft für eine lebendige und moderne Demokratie sind. Steinmeiers Tag war mit einem Empfang in der Staatskanzlei gestartet. Im Anschluss stellte er sich im Medienzentrum des Landtags mit sichtlicher Freude Fragen, die rund 200 politisch oder gesellschaftlich engagierte Schüler und Jugendliche als deren drängendste Themen gesammelt hatten. Einerseits werden Jugendliche nicht gehört, nicht ernst genommen, ist oft nur Symbolpolitik. Basisdemokratie, wozu ich jetzt einfach mal auch Wählen ab 16 zähle. Dass viele Jugendliche eben nicht mehr zur Wahl gehen, dass viele sagen, ich brauche nicht wählen. Und dass auch viele den Ernst eben einer Wahl nicht verstehen oder auch dieser Demokratie. Wahlrecht für alle, wer hier lebt, soll hier auch wählen dürfen. Gerade jetzt auch im Kontext der Flüchtlingsbewegung. Angesichts der Wahlergebnisse in Deutschland und Europa fordert eine Mehrheit der Schüler auch mehr politikwissenschaftlichen Unterricht. Vor allem aber auch mehr statt weniger Europa sowie eine härtere Linie gegen nicht-demokratische Staaten. Alle Themen kann Steinmeier nicht behandeln. Vor allem die Außenpolitik aber liegt dem ehemaligen Außenminister sichtlich am Herzen. Das ist beim Thema Türkei im Augenblick die leichteste öffentliche Kommentierung und sagen, uns gefällt das nicht, was Erdogan in der Türkei macht, gefällt uns ja auch wirklich nicht. Das ist ein Rückschneiden eines Standards, ich will gar nicht sagen demokratischen Standard, aber Standard in einer demokratischen Entwicklung, der wirklich beunruhigend ist. Die Frage sei, ob ein Cut mehr bringe als mögliche kleine Schritte durch Dialog. Heißt das, dass wir keinerlei Beziehungen mehr zu Türkei, zu Russland oder anderen schwierigen Staaten haben? Und ich glaube, das wäre einfach ein schlechter Rat. Das muss ein Außenminister oder das muss eine Regierung sich zumuten. Besonders aber liegt Steinmeier sichtlich die Forderung der Jungen nach mehr Europa am Herzen. Was das Thema Europa angeht, ist es wie mit dem Thema Demokratie. Solange sie da ist, denkt eigentlich keiner drüber nach, hält es für eine Selbstverständlichkeit und man lebt ein bisschen so, als sei die Demokratie mit einer Ewigkeitsgarantie ausgestattet, ist sie aber nicht, sondern sie wird nur leben und überleben und weiterleben, wenn sich Menschen wie ihr hier im Raum dafür engagiert. Auch mit Europa verhalte es sich so. Wir müssen denken an die historische Begründung Europas. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, die Besinnung der europäischen politischen Führer darauf, das darf nicht wieder passieren, deshalb schaffen wir das gemeinsame Europa. Aber auch der Blick nach vorne muss gelten. In einer Welt, die sich gerade neu ordnet, wo neue Partner hinzukommen, die vielleicht die zukünftige Ordnung bestimmen, China wichtiger wird, als es in der Vergangenheit war, da muss man sich entscheiden. Werden wir zum Spielball anderer oder spielen wir auf dem Spielfeld mit? Dass gerade Junge wie hier mehr politische Initiativen und mehr Europa forderten, ermutige ihn, sagt Steinmeier später, denn zu beiden gäbe es keine Alternative. Die SPD-Landesvorsitzende Leni Breimeyer hat das heute veröffentlichte Wahlprogramm von CDU und CSU kritisiert. Es sei kein Programm, das Lust auf Zukunft mache. Denn es bietet keinerlei Orientierung in diesen Zeiten riesiger Herausforderungen. Und es sei keine Fundgrube neuer Ideen, sondern ein Sammelsurium ohne roten Faden, so Breimeyer weiter. Sie forderte einen gesellschaftlichen Aufbruch für Gerechtigkeit, Investitionen und ein gemeinsames Europa anstatt leerer Versprechungen. Baden-Württemberg könnte in den kommenden Tagen sein 6. Weltkulturerbe erhalten. Nominiert sind die Höhlen der ältesten Eiszeitkunst im Alb-Donau-Kreis sowie im Landkreis Heidenheim. In den vergangenen Jahren haben hier Tübinger Forscher die ältesten figürlichen Kunstwerke, die ältesten Musikinstrumente, den ältesten komplett vom Menschen gefertigte Schmuck sowie die ältesten Zeugnisse von Religion entdeckt.
Auf der Sitzung des Welterbekomitees in Krakau wird über die Aufnahme in die Liste entschieden. Die bisherigen 5 Welterbestätten in Baden-Württemberg sind das Kloster Maulbronn, die Klosterinsel Reichenau, der obergermanisch-rätische Limes, die Pfahlbauten und 2 Häuser der Weißenhof-Siedlung in Stuttgart. Auf der B313 bei Meßkirch ist am Montagmorgen ein PKW mit einem Sattelzug kollidiert. Dabei starb der Fahrer des Autos, seine Beifahrerin erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Das Auto war aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten. Der Fahrer des Sattelzugs erlitt leichte Verletzungen. Am Sonntagnachmittag ist ein PKW mit der Museumsbahn zwischen Amstetten und Gerstetten kollidiert. Dabei wurde die Beifahrerin schwer verletzt. Der Autofahrer wollte einen unbeschränkten Bahnübergang überqueren. Im Zug wurde niemand verletzt. Soweit die BW1-Nachrichten. Jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt. Unsere Nachrichten noch einmal zum Nachlesen und weitere News aus aller Welt finden Sie auf unserer Website unter www.bw1.de. Danke für Ihr Interesse und auf Wiedersehen. Am Dienstag in der Südhälfte Sonne pur. In der Nordhälfte ziehen Wolkenfelder durch, es bleibt aber sonnig. Am wärmsten wird es am südlichen Oberrhein und am Bodensee, dort sind es 27 Grad. Im Schwarzwald und auf der Alb werden es maximal 22 Grad. Heiß und sonnig, so präsentiert sich der Mittwoch, im ganzen Land Sonne pur. Lokal können vereinzelt Gewitter auftreten. Im Breisgau und in der Ortenau steigt das Quecksilber bis auf 32 Grad, in der Landeshauptstadt sind es immerhin 30 Grad. Und auch auf der Alb wird es bei 27 Grad ein Sommertag. Musik